Hallo, meine lieben Freunde. Ich werde hin und wieder gefragt, wie ich das denn mache, so lange in der Keto. Ich war jetzt 3 Jahre ununterbrochen in der Keto und derzeit mache ich Keto-Cycling. Also ich wechsle zwischen Keto und Low Carb. Und in diesem Zusammenhang werde ich immer wieder mal mit der Frage konfrontiert, wie sieht es denn aus? Die Keto macht doch langfristig insulinresistent. Und deshalb soll man die Keto ja gar nicht immer durchführen. Also das ist sehr differenziert. Meine Antwort ist, Keto schafft keine Insulinresistenz. Im Gegenteil. Keto wird schon seit Jahren von Ärzten, von Kliniken empfohlen, um eine Zuckerkrankheit wieder zu revidieren, um eine Insulinresistenz. Darum geht es ja, dass man keinen Zucker, keine Kohlenhydrate mehr verträgt, dass man das wieder umkehren kann. Und wie soll es dann dazu führen, dass man, wenn man keinen Zucker isst, dann eine Zuckerempfindlichkeit, eine Zuckerunverträglichkeit bekommt? Wir schauen uns das mal genauer an. Ich bin Silvia Schnapparelle und ich helfe Menschen in eine bessere Stoffwechselgesundheit. Das mache ich über verschiedene Wege, zum Beispiel hier auf diesem YouTube-Kanal, aber auch auf meiner Seite und wieder hin und wieder in einer geschlossenen Trainingsgruppe, die dann auch bald wieder starten wird. Dass die Keto-Insulinresistenz, es gibt eine Möglichkeit, wo eine gewisse temporäre Leberinsulinresistenz entstehen kann. Aber das ist ein ganz spezieller Moment, nämlich der Moment, den ich auch schon erlebt habe. Dann, wenn nämlich ich aus der Keto aussteige und dann sofort hochglykämische Kohlenhydrate esse. Ich habe das mal gemacht, weil ich trage ja einen Continuous-Glucose-Monitor und wollte mal schauen, wie der sich dann verhält und wie sich das auf meine Gesundheit, auf meinen Stoffwechsel auswirkt. Genau in dem Moment wird temporär die Leber insulinresistent, weil sie nämlich den Zucker gleich weiterleitet, den gar, also in, unbedingt in den Muskeln und so speichern möchte. Denn sie weiß ja nicht genau, dass ich wieder eine Zeit lang, also auf den Low-Carb-Level gehe. Und wenn der Zucker dann kommt, dann spart sie ihn auf, weil das Gehirn ja auch Zucker benötigt. Das ist eine Notsituation, aber die ist nur vorübergehend, bis der Körper gecheckt hat, ah, Stoffwechsel wird wieder umgestellt von Keto auf Nicht-Keto. Low-Carb bedeutet eben nur ganz selten mal Keto. Das heißt, in längeren Fastenzeiten, Fastenphasen, wenn man also intermittierendes Fasten macht und vielleicht eine Mahlzeit am Tag oder 2 Mahlzeiten in einem kleinen Essenszeitfenster und ansonsten nichts isst, auch dann kann man mit Low Carb temporär immer wieder in die Ketose zurückgehen, das sehr förderlich ist für die Gesundheit und das aber uns auch ermöglicht, in der Zeit, wo wir essen, also den Kohlenhydratanteil zu erhöhen. Das ist aber nicht gemeint, denn da ist der Leber nicht geschadet. Das, was der Leber aber schaden kann und das ich auch mal probiert habe, ist, wenn man aus der Keto aussteigt und dann so einen nüchtern Glukosetest macht. Und der nüchtern Glukosetest beim Arzt wird mit Orangensaft durchgeführt. Das sind 75 Gramm Kohlenhydrate in einem Schub. Nämlich mit Saft zu trinken, das geht sofort ins Blut und das gibt natürlich einen riesen Zuckercrash. Also zuerst geht er hoch, der Blutzucker, und dann fällt er wieder runter. Und das ist genau das, was wir ja mit der Keto auch vermeiden wollen. Und in dem Moment, nur in dem Moment, ist die Leber teilweise insulinresistent, weil sie mit diesem plötzlichen Zucker gar nichts anfangen kann. Denn sie ist noch auf die Fette umgestellt. Das trainieren wir aber, diese Insulinsensitivität. Und darum geht es ja auch in der Stoffwechselflexibilität, dass wir können uns natürlich entscheiden, langfristig auch Keto beizubehalten. Hier ist zum Beispiel eine Studie, die das zeigt. Langfristig Keto ist gesund, ist durchführbar, ist von Vorteil, besonders für Menschen, die immer wieder eine Kohlenhydratunverträglichkeit entwickeln, die immer wieder in die Insulinresistenz hineinschlittern. Und das ist dann der beste Weg, sich davon fernzuhalten, ohne gesundheitliche Nachteile zu erfahren, sondern eher gesundheitliche Vorteile, nämlich dahingehend, dass die Entzündungswerte sich senken, weil Ketone öfter im Körper zirkulieren und Ketone sind entzündungshemmend an sich, das ist ihr Charakter, aber dass auch die Cholesterinwerte sich verbessern. Wenn wir unter Entzündungen leiden, dann haben wir einen Energiemangel. Der ketogene Weg sorgt dafür, dass wir entzündungshemmend uns ernähren, natürlich dann nur, wenn wir auch den gesunden Keto-Weg wählen. Und darum geht es ja, dass wir uns generell dazu bewegen, immer öfter zu den wirklich nährstoffintensiven, organischen, biologischen und gesunden saisonalen Lebensmitteln, dass wir zu denen greifen, die keine Inhaltsstoffeliste haben, also ganze Lebensmittel, pure Lebensmittel, pures Gemüse, pures Fleisch, einfache Eier.
und dass wir dann unsere ganze Stoffwechselsituation deutlich verbessern können. Diese Studie zeigt zum Beispiel die ketogene Ernährung bei über 50-Jährigen eine wirklich optimistische Tendenz zeigt, denn die ketogene Ernährung ist mehr effektiv als eine Niedrigfetternährung, also quasi das andere Teil, also eine vegane Ernährung zum Beispiel, besonders wenn man Übergewicht und Diabetes therapieren möchte. Es zeigt, dass die Blutglucose und auch das Insulin im Blut durch die Kohlenhydratrestriktion gesenkt werden konnte und dass es positiv sich auswirkt auf chronische Krankheiten in Bezug auf Krebs oder neurodegenerative Krankheiten und andere Krankheiten, die ebenfalls mit Insulinresistenz in Verbindung stehen. In dieser Studie wird gezeigt, dass eine ketogene Ernährung, eine sehr Low-Carb-Ernährung, das Fett in den Muskeln sowie das Bauchfett deutlich verringern und damit auch die Wahrscheinlichkeit, an Insulinresistenz und Diabetes zu erkranken. Das ist auch eine Studie, die über 8 Wochen durchgeführt wurde und deutliche Ergebnisse zeigt pro ketogene Ernährung und kontra Insulinresistenz. In dieser Studie Langzeiteffekte einer ketogenen Ernährung bei übergewichtigen Patienten, genau darum geht es ja. In dieser Studie wurde gezeigt, dass bei einer 24-wöchigen ketogenen Ernährung folgende Ergebnisse erwartet wurden. Das Gewicht und der Body Mass Index der Patienten hat sich signifikant verringert. Der Gesamtcholesterinspiegel nahm von einer Woche bis zur Woche 24 ab. Der HDL, der gute Cholesterinspiegel, stieg signifikant an, wohingegen der LDL-Cholesterinspiegel nach der Behandlung signifikant abgenommen hat. Der Triglycerinspiegel nahm nach 24-wöchiger Behandlung auch ab. Die Blutzuckerspiegel sind deutlich gesunken und die Veränderungen des Harn- und Kreatininspiegels waren statistisch nicht mehr signifikant. Also auch das eine Langzeiteffektstudie für ketogene Ernährung bei übergewichtigen Leuten. Und ich kann nur immer wieder betonen, hört nicht auf Leute, die sagen, Keto macht Insulinresistenz. Das ist einfach totaler Unsinn. Hier gibt es noch eine Studie als Denkanstoß für die Rolle der ketogenen Ernährung bei der Behandlung von Alzheimer. Da möchte ich jetzt nicht weiter darauf eingehen. Auch hier scheinen positive Aspekte angesprochen zu werden. Alzheimer wird ja auch Diabetes 3 genannt. Und da ist dann auch die Verbindung. Diabetes ist immer wieder eine Krankheit der Insulinresistenz. Und Alzheimer scheint auch mit einer Unverträglichkeit von Kohlenhydraten in Verbindung zu stehen. Diese Studie macht dort mal ein paar Denkanstöße. Und zum Schluss noch eine andere Studie, die ich zeigen möchte, euch nicht vorenthalten möchte, ist diese hier. Eine ketogene Ernährung ist wirksam bei der Verbesserung der Insulinsensitivität bei Personen mit Typ-2-Diabetes. Diese systematische Übersichtsarbeit befasste sich mit verschiedenen klinischen Studien, die die vorteilhafte Wirkung einer ketogenen Ernährung auf die Insulinsensibilität bei Diabetikern untersuchten, sowohl mit als auch ohne Bewegung. Jede Studie, die eine ketogene Diät verwendete, zeigte eine deutliche Verbesserung der glykämischen Kontrolle unter den Teilnehmern, was die Hypothese stützt. Das ist also nochmal das Tüpfelchen auf dem i, das ich euch nicht vorenthalten wollte. Die ketogene Ernährung fördert sogar die Insulinsensibilität und in dieser Studie kann man das sehr gut sehen. Das ist also noch einmal das Tüpfelchen auf dem i. Und wer immer noch Zweifel hat, der sollte sich vielleicht mal einen Continuous-Glucose-Monitor zulegen, denn der wirklich unbestechliche Wert in Bezug auf Insulinresistenz ist der HbA1c-Wert. Und wer einen Continuous-Glucose-Monitor trägt, der kann sich selbst überprüfen, wie sich sein HbA1c-Wert im Blut verändert. Positiv oder negativ, denn man kann mit einem niedrigen HbA1c-Wert niemals insulinresistent sein. Ich mache das schon seit fast einem Jahr, dass ich mich kontrolliere und dass ich immer weiter bestrebt bin, den HbA1c-Wert zu senken, weil mir das eine verbesserte Stoffwechselgesundheit garantiert in Bezug auf die Insulinsensibilität. Je niedriger dieser Wert, desto besser kommt man mit Kohlenhydraten klar. Und dann kann man sogar sich auch mal erlauben, in der ketogenen Ernährungsphase ein paar Kohlenhydrate mehr zu essen, einfach weil die Speicher nicht überfüllt sind und weil dieser Zucker temporär nur durchs Blut geht und gleich in den Zuckerspeichern der Muskeln abgelegt werden können. Mit diesem Stoffwechselzustand, wenn die Muskeln trainiert sind und auch regelmäßig Arbeit bekommen,
dann werden diese Zuckerspeicher ja auch immer wieder geleert. Und dann kann man auch sich ein paar Kohlenhydrate mehr erlauben, die dann wieder die Speicher der Muskeln erfüllen. Und das letzte Argument, was ich noch bringen möchte, ist, es kann also die Keto auch nicht, wenn man es richtig angeht, Insulinresistenz verursachen, weil die Keto ja nichts anderes ist, als das Fasten zu kopieren, wie sagt man da, zu mimikrieren. Und wenn wir fasten, dann erreichen wir also eine deutlich verbesserte Insulinsensibilität, weil man im Fastenzustand genauso wie während der Keto die Glukosespeicher leert und auf Fette als Hauptbrennstoff umschaltet. Und das ist auch so gewollt, denn nur auf diese Art und Weise können wir über das Fasten auch Fette abnehmen, Fette abbauen und Fett verbrennen. Und während der Fastenzeit haben wir eine Insulinresistenz der Leber. Das ist ganz normal, weil die Leber den Zucker, der noch zirkuliert, für das Gehirn aufsparen möchte. Ja, der Zucker, der zirkuliert, der wird auch immer wieder, während wenn wir länger fasten, ein Langzeitfasten machen, durch Aufspaltung von Fett entsteht Zucker. Und der ist ausreichend dafür, die Zellen mit Zucker zu versorgen, die nicht adaptieren in Fett und Ketone. Wenn wir also einen nüchternen Glukosebelastungstest oder nüchternen Glukosetest machen wollen, dann ist es gut ratsam, 3 bis 4 Tage vorher wieder eine kohlenhydratreichere Ernährung anzustreben, um der Leber Zeit zu geben, sich wieder ein bisschen zu erholen oder ein bisschen wach zu werden. Denn wenn man immer Keto macht, dann ist sie natürlich auch ein bisschen eingefahren auf die Prozesse, die mit der Keto zusammenhängen, also Ketonkörperbildung und Hormonbildung auf bestimmte Art und Weise, um bestimmte Stoffwechselpfade zu unterstützen. Und wenn wir dann wieder mehr Kohlenhydrate essen, dann muss die Leber umschalten, dann kommt sie aus ihrem Tritt erstmal heraus, dann helfen die einige Tage mehr Kohlenhydrate, die Leber aus dieser kleinen temporären Umschaltphase hinüberzubringen in eine Glukoseverbrennungsunterstützung und dann gibt es auch keine Insulinresistenz der Leber mehr. Das ist eben, wie gesagt, nur ein ganz kurzer temporärer Zustand. Habt also keine Angst, wenn ihr plant, in die gesunde Form der ketogenen Ernährung einzusteigen, dann könnt ihr das gerne auch mit mir tun. Spätestens Ende Mai, Anfang Juni startet mein neues, überarbeitetes, umfangreiches und wirklich zielführendes zum Einstieg in die gesunde Form der ketogenen Ernährung besonders für Leute mit Stoffwechselproblemen, besonders für Leute, die ihr Bauchfett loswerden wollen, die ihr Lipödem-Fett loswerden wollen. Und die einfach mehr Energie haben wollen, mehr Freude, mehr Bewegung, mehr Vitalität im Leben. Dieses Programm wird alle Dinge umfassen, die auch in meinem neuen Buch zur Sprache kommen. Bleibt gespannt und bleibt neugierig und bis zum nächsten Mal.